Panel-Teilnehmer auf die Bühne bitten. Im Unternehmerpanel geht es um zwei Sachen. Kommt einfach und setzt euch so, wie ihr möchtet. Im Unternehmerpanel geht es um zwei Sachen. Und zwar zum einen, vielleicht gibt es unter euch welche, die selber mal gründen wollen, selber mal Geschäftsführer von einem Internetunternehmen sein wollen. Hier könnt ihr erfahren, wie geht das. Zum anderen könnt ihr von den Unternehmern erfahren, worauf achten die Unternehmer, wenn sie Leute auswählen. Also sehr, sehr spannend. So, ich sage auch mal hallo. Hallo Carsten. Hallo Christiane. Genau, wir haben uns auch mal kennengelernt. Ja. Hallo Julian. Hi. Hallo Sebastian, wir kennen uns auch von der Noah. Ich weiß. Hallo Carlos. Hallo. Hallo Daniel, wir kennen uns auch. Super. Alles klar, dann würde ich sagen, ihr wisst, wie das Panel abläuft. Ich würde sagen, ihr stellt euch einfach mal selber vor. Ihr erzählt so ein bisschen, was ihr macht, wie ihr dazu gekommen seid, Unternehmer zu werden. Und ich erzähle natürlich auch ein bisschen was in der Einleitung über euch. Und dann beantworten wir Fragen aus dem Publikum, beziehungsweise ich stelle euch ganz gemeine, fiese Fragen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dir an, Carsten. Du hast eine Firma, die heißt Vessel Tracker. Genau, nimm ruhig schon mal das Mikrofon, aber ich sage ein bisschen was über dich. Du hast eine Firma, die heißt Vessel Tracker. Das ist ganz interessant. Damit kann man Schiffe tracken. Lass einfach liegen, es macht nichts. Ich glaube, insgesamt könnt ihr mittlerweile über 90.000 Schiffe tracken. Das ist natürlich interessant für Behörden, das ist interessant für Häfen, die Position von Schiffen zu bestimmen. Allerdings ist das wahrscheinlich auch ein sehr interessantes Projekt für Informatiker, könnte ich mir vorstellen, weil das sehr kompliziert ist. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, die Firma zu gründen und was muss man machen, um bei dir als Informatiker, als Programmierer arbeiten zu dürfen? Ja, also die Firma ist gegründet worden 2006 mit drei Leuten. Ich hatte noch zwei Partner. Thema lag eigentlich so recht nahe, weil wir sind hier in Hamburg. Hamburg ist der drittgrößte Hafen in Europa. Und ja, wir haben uns halt erstmal auf die Firmen in Hamburg konzentriert, weil die wollten halt wissen, wo Schiffe sind. Und ja, und überraschenderweise hat das halt nicht nur Firmen in Hamburg interessiert, sondern mittlerweile auf der ganzen Welt. Und dass wir jetzt über 1000 Kunden haben und ja, eigentlich auf jedem Kontinent vertreten sind und ja, den Leuten erzählen können, wo welches Schiff so jetzt zu jeder Zeit unterwegs ist. Okay, und was für Leute sucht ihr? Was müssen die Leute mitbringen? Naja, also wir haben ja zum einen technische Leute, das sind Ingenieure, das sind Programmierer, das sind Informatiker. Und dann haben wir natürlich auch Sales-Leute, Sekretärinnen, Assistentinnen und so weiter. Ja, bei den Technikern ist es so, ja, die sollten halt schnell lernen können. Okay. Wir sind eine kleine Firma, also wir sind jetzt nicht irgendwie ein Megakonzern. Bei uns gibt es keine Schulungen oder irgendwas. Gibt es zu dem Thema auch meistens gar nicht, weil das meiste, was wir so machen, erfinden wir halt selber. Und ich kann halt niemanden auf eine Schulung oder sowas schicken. So, ja, die Leute, die zu uns kommen, die sollten halt lernbegierig und wissbegierig sein und auch gerne mal innovativ selber Sachen erfinden wollen. Okay. Letzte Frage, bevor wir weitermachen. Ihr arbeitet mit ziemlich vielen Daten, ne? Also wenn ihr so viele Schiffe trackt, habt ihr wahrscheinlich riesige Datenmengen. Man kann da bestimmt irgendwelche Optimierungen mitmachen, Schiffsrouten besser berechnen und so weiter. Ist das schon, ich bin jetzt mal ein Buzzword, ist das schon Big Data? Ja klar, also ich glaube, dass wir einer der ersten waren, die sich für dieses Thema interessiert haben. Und wir auch alle diese ganzen Big Data Sachen, wo viele halt nur drüber reden, dass wir das halt alles massiv einsetzen. Okay, cool. Ja. Alles klar. Dann machen wir weiter mit Christiane. Du bist Geschäftsführerin von auch einem sehr interessanten Unternehmen, wie ich finde, von Chem2Market. Genau. Ihr verkauft Rohstoffe. Und ihr verkauft die Rohstoffe jetzt nicht irgendwelche Endkonsumenten, sondern ihr verkauft die tonnenweise. Und diese Rohstoffe können chemikalische Produkte sein, können kosmetische Produkte sein. Das Interessante dabei ist, dass zum einen schafft ihr damit Markttransparenz, zum anderen ist es aber so, dass ihr Überproduktionen aufkauft, die ansonsten vernichtet werden müssten und die Umwelt belasten würden, und bringt die so über eure Plattform wieder auf den Markt. Das heißt, ihr schafft wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Also ihr verdient was daran, der Kunde hat was davon und die Umwelt hat auch noch was davon. Genau, erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, das zu gründen, und ist es möglich, also es geht ja in Richtung Sustainability, Umweltschutz, kann man Gutes tun und gleichzeitig Geld verdienen? Ja, auf jeden Fall.
Ich habe die Firma, kleine Korrektur, wir kaufen die Sachen nicht, wir vermitteln. Ach so, ihr vermittelt, okay. Genau, also wir haben auch kein eigenes Lager, zum Glück, kann man sagen. Und darauf gekommen bin ich, bin schon seit 1999 Unternehmerin und habe eine Firma aufgebaut, einen Online-Marktplatz für Freelancer. Und habe eben sehr viel Spaß gehabt, daran Firmen aufzubauen. Und auf diese Idee mit den Chemikalien bin ich gekommen, weil mein Partner eben aus dem Rohstoffhandel kommt und sich selbstständig machen wollte. Und dann haben wir einfach Ende 2012 angefangen, das aufzubauen. Und als kleine Besonderheit vielleicht, ohne externes Kapital, also wir setzen auch sehr stark auf Standardkomponenten, auch was Technologie angeht. Und arbeiten eigentlich, weil du fragst es bestimmt gleich, fast ausschließlich mit Freelancern. Mhm. Oder eine Mitarbeiterin haben wir, die ist fest dabei, aber sonst arbeiten wir nur mit Freelancern. Ist denn in Zukunft irgendwie geplant, dass ihr Leute einstellt? Oder? Auf jeden Fall, aber das wird noch ein bisschen dauern, weil wir organisch wachsen und auch organisch wachsen wollen. Und wir werden Leute brauchen, die einkaufen, also die weltweit auch unterwegs sind, also nicht unbedingt physisch, aber auf jeden Fall im Netz weltweit unterwegs sind. Und einfach Restmengen von Rohstoffen identifizieren, beziehungsweise Unternehmen, die das eben nicht mehr brauchen. Und auf der anderen Seite eben auch Sales-Leute, die plus dann der ganze Bereich Online-Marketing, den wir sukzessive auch aufbauen werden. Also das werden die Skills sein, die wir benötigen. Okay, cool. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Julian. Du bist Geschäftsführer von SEO. SEO ist eine Agentur und wie man schon am Namen erkennen kann, macht ihr SEO-Beratung für Unternehmen. Jetzt ist es ja so, dass von vielen Agenturen als idealer Einstieg in den Beruf bezeichnet werden, weil man einfach sehr viel sehen kann, man kann sehr viele Projekte sehen, man kann sehr viele verschiedene Kunden sehen. Es gibt allerdings auch eine Kehrseite, man muss nämlich ziemlich viel arbeiten. Ich meine, die beiden Jungs, die gerade den Vortrag gehalten haben, meinten, sie hätten geregelte Arbeitszeiten und einen Betriebsrat. Ich glaube, das ist bei dir jetzt nicht der Fall, in deiner Agentur, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Erzähl doch mal, sind das jetzt nur Stereotypen, die ich sozusagen gerade hier wiedergegeben habe, oder ist das schon so? Also ich denke, eine Agentur eignet sich ideal als Einstieg. Du hast relativ schnell viel Verantwortung in Projekten, also bei uns zumindest. Ich würde sagen, so nach 3-4 Monaten kannst du dein erstes kleines Projekt selber durchführen. Das hat man, glaube ich, bei vielen großen Konzernen nicht die Möglichkeit. Und man lernt halt sehr, sehr viele Kunden kennen. Also wir haben um die 40 Kunden, die wir betreuen aktuell. Und du kannst halt in alle Projekte mal reinschnuppern und du lernst halt da wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Projekte kennen einfach. Bei den Zeiten, also ich habe es inzwischen persönlich geschafft, nicht mehr so viel zu arbeiten. Also ich habe eine 40-Wochenstunde, würde ich sagen. Und ab und zu haben wir natürlich Termindruck und da kommt es schon mal vor, dass wir mal bis 22 Uhr im Büro sind. Aber das sind eher die Ausnahmen. Wie groß seid ihr jetzt? Wir sind 6 Leute. 6 Leute. Und alle arbeiten nur 40 Stunden oder nur du arbeitest 40 Stunden und die anderen 80? Oder? Nee, also durchschnittlich würde ich sagen, kommt das ungefähr hin mit den 40, 45 Stunden vielleicht. Es kommt auch einmal darauf an, wir arbeiten sehr zielorientiert und wenn du deine Ziele erreichst, kannst du auch ein bisschen weniger arbeiten und wenn du halt langsam arbeitest, dann musst du ein bisschen länger bleiben. Okay, und nach was für Leuten sucht ihr? Wir suchen nach technikaffinen Leuten, also man muss es nicht programmieren können, aber man sollte schon wissen, was HTML bedeutet. Wir suchen nach, obligatorisch natürlich nach smarten Leuten und nach Leuten, die eine gewisse Kreativität mitbringen und Bock haben, eigenständig was umzusetzen. Okay, super. Dann würde ich sagen, machen wir mit Sebastian weiter. Und Sebastian, also ist Geschäftsführer von Creditech, hat das auch gegründet. Creditech ist für mich so ein bisschen der Stereotyp des erfolgreichen Startups. Ihr habt nicht nur eine super coole Technologie, an der ihr arbeitet. Creditech nutzt nämlich Daten aus dem Internet, also aus sozialen Netzwerken oder aus anderen Quellen, um die Kreditwürdigkeit von Leuten einzuschätzen. Und das ist wirklich Big Data, weil ihr sehr, sehr viele Datenpunkte verarbeitet. Ich glaube, es sind irgendwie 8.000 oder sowas. Wie viel? 15.000. Okay, da habe ich wohl einen alten Artikel gelesen. Und ich hoffe, dass ich jetzt eure Bewertung richtig einschätze. Ihr seid erst vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren gegründet worden, habt aber schon eine Bewertung von über 200 Millionen Dollar. So. Was mich interessiert und was, glaube ich, alle hier interessiert, hast du uns einen Plan mitgebracht, wie macht man das? Wie macht man innerhalb von 2,5 Jahren, wie kommt man auf eine Bewertung von 200 Millionen Dollar und was für Leute braucht man dafür? Die schlechte Antwort ist, wir machen das hier.
Also die schlechte Antwort ist, ich glaube, es gibt kein universelles Erfolgsrezept, dass man sagt, natürlich, da gibt es irgendwie Sachen, dass zum Beispiel die beiden Gründer eine gewisse komplementäre Natur haben sollten. Also generell ist es immer schlecht, wenn zwei, ich sage jetzt mal zwei Business-Leute oder zwei Techniker irgendwie ein Startup anfangen, sollten zwei Leute sein, ein Techniker, ein quasi ein Visionär, ein Verkäufer. Dann, was glaube ich ganz wichtig ist, Unternehmertum kommt von Unternehmen. Ich habe in Deutschland oft den Eindruck, es werden Sachen übermäßig lang gebrainstormt, gechallenged, auf 700.000 Konferenzen mit anderen Leuten diskutiert. Das ist der falsche Ansatz. Also einfach rausgehen, probieren, und das ist wirklich das zieht sich durch die komplette Historie. Wir probieren alles mit kleinem Geld aus. Neue Länder, neue Produkte, das geht quasi immer los, dass wir irgendwo 1.000, 5.000, vielleicht auch mal 10.000 Euro reinstecken, dann extrem viele Daten messen und gucken, funktioniert das? Wenn ja, mehr davon, wenn nicht, wieder zumachen, und wenn lala, dann tweakt man es ein bisschen. Ich glaube ansonsten, was ein Problem ist, die Frage ist ja auch, was für ein Unternehmen will man aufbauen? Ja, also man kann sagen, ich will ein Unternehmen aufbauen, was mir die Miete bezahlt, was ich an meine Enkel irgendwann übergeben kann. Wir haben gesagt, wir wollen ein Riesenunternehmen aufbauen mit globalem Impact. Und ich glaube, wenn man diese Zielsetzung verfolgt, ist es wichtig, dass man ab Tag 1 sich wirklich den Globus nimmt und überlegt, wo mache ich das? Also deutsche Gründer denken oft sehr deutsch und sagen, ich fange mal an in Deutschland und dann irgendwann vielleicht Österreich, Schweiz und dann Holland oder Schweden. Das Problem ist, Deutschland als Markt ist nicht groß genug, um wirklich substanzielle Unternehmen aufzubauen. Also man kann bis zu einer gewissen Größe in Deutschland Unternehmen aufbauen. Es ist aber nie eine Größe, wo irgendwie ein amerikanischer Kapitalgeber sagen würde, wow, also ihr habt die Vision, die Nummer 2 im Online-Hundefutter in Deutschland zu werden. Das reißt niemand vom Hocker. Also think big wäre die Message. Auf welche Firma hast du jetzt angespielt? Bitte? Auf welche Firma hast du jetzt angespielt? Nee, keine spezielle. Und ich sage auch gar nicht, dass das schlecht ist. Nur es gibt einen Punkt in Deutschland, also alles ab 5 Millionen in Deutschland an Venture Capital zu raisen, ist schwierig, weil einfach die Ökoszene noch zu klein, zu frisch ist, die Fonds zu klein sind, etc. Und deswegen muss man irgendwann an ausländisches Kapital, und dafür wiederum müssen die Probleme und die Märkte, die man adressiert, entsprechend groß sein. Also unsere Vision ist, dass wir in den nächsten 10 Jahren den Banking-Sektor von offline zu online umswitchen wollen. Wir haben eben ein Einfallstor gefunden, dass wir gesagt haben, wir fangen mit dem Scoring an. Und diese Algorithmen ziehen sich jetzt durch alles, was wir machen. Also wir bauen Online-Marketing-Bidding-Engines, wir bauen alle möglichen Tools, die automatisch alles von Kunde kommt auf die Plattform bis Rückzahlung, neue Produkte anbieten etc., dass das komplett automatisiert wird. Und das ist was eben auch dann die Kapitalgeber, die wir jetzt gewinnen konnten, entsprechend begeistern kann. Okay, und vielleicht nochmal zum zweiten Teil meiner Frage. Hattet ihr von Anfang an irgendwie eine spezielle Personalstrategie? Oder also weil, ne, wenn man so stark wächst, muss man ja irgendwie auch die vernünftigen Leute an Bord holen, die das Wachstum mittragen können. Wie habt ihr das gemacht? Also wir hatten keine gewisse Strategie, auch da. Wir haben viel ausprobiert, und bei uns war es so, wir hatten von Anfang an einen sehr guten CMO mit an Bord. Daniel Schlotter ist wahrscheinlich dem einen oder anderen in Hamburg bekannt. Und das war aber ehrlich gesagt Glück. Also was wir gesagt haben, es gibt zwei Bereiche quasi im Unternehmen. Das ist eine Mischung aus Banking und Technologie. Für alles, was mit Banking zu tun hat, holen wir uns eher seniorere Leute rein. Also dass der Head of Risk, das sollte jetzt vielleicht kein 23-jähriger Studienabbrecher sein, sondern vielleicht jemand mit irgendwie ein bisschen Erfahrung. Im Online-Marketing haben wir immer gesagt, das ist eine Technologie, die gibt es seit 5 Jahren vielleicht in der Form, wie wir heute Online-Marketing machen. Das heißt, ob jetzt jemand 40 Jahre Erfahrung im Marketing hat, ist völlig irrelevant. Ob der vorher 35 Jahre Print- und TV-Werbung gemacht hat, das mag für Print und TV relevant sein, das heißt aber nicht, dass der bei Realtime-Bidding irgendwie besser ist als jemand, der sich seit 3 Jahren damit beschäftigt. Deswegen haben wir immer gesagt, im Online-Marketing, es kommt wirklich nicht auf Erfahrung an, sondern es kommt, und fand ich deinen Punkt sehr gut, es kommt darauf an, wie schnell lernen Leute, also wie a, wissbegierig sind sie, a, wie schnell nehmen die neue Informationen auf, und der Mensch ist am lerneffizientesten, wenn er jung ist, und deswegen ist bei uns das Online-Marketing-Department von Anfang an und auch heute immer noch sehr viel jünger als jetzt zum Beispiel die Data Science und Risiko und Tax und Accounting Abteilungen. Wir sind mittlerweile 190 Leute in der Hafen City.
Wir suchen im Marketing momentan, ich müsste lügen, ich glaube 50, wir haben 50 offene Stellen. Wer hier Lust hat, da mal reinzuschauen, kommt gerne beim Stand vorbei, schreibt mir eine E-Mail, sebastian@creditec.com. und auch da sind wir sehr schnell. Also wenn uns heute ein Lebenslauf gefällt und ihr keine Notice Periods habt, könnt ihr morgen bei uns anfangen, so ungefähr. Und ganz so schlimm, wie es im Gründerszene-Artikel steht, ist es gar nicht. Aber ihr macht vorher noch ein Scoring, ne? Lasst ihr durchlaufen, ne? Bevor die Leute einstellt. Ihr macht vorher noch ein Scoring. Natürlich, wir durchleuchten da vorher Facebook und alles Mögliche. Okay, super. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Carlos. Du hast auch ein sehr interessantes Unternehmen gegründet, und zwar erst letztes Jahr. Das ist Triple Bell. Ich werde das demnächst mal ausprobieren. Triple Bell ist nämlich ein sehr, sehr cooles Modell. Da kann man Folgendes machen, da kann man Hotels über eine Search Engine buchen. Und wenn man jetzt das Hotel gebucht hat und der Preis für dieses Hotel wird günstiger zwischen dem Zeitraum, wo ich gebucht habe, und einchecke, dann wird automatisch der günstigere Tarif gebucht und ich spare natürlich die Differenz. Ich könnte mir vorstellen, okay, das ist von der Technologie interessant, das Geschäftsmodell ist cool, aber es ist auch interessant, weil es ziemlich early stage ist, also eine Frühphase von einem Unternehmen. Und ich denke, dass auch viele Lust haben, direkt von Anfang an bei einem Unternehmen dabei zu sein. Das bringt natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Ja, ne, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir sind derzeit 7 vollzeitige Mitarbeiter, inklusive die Gründer bei TripRebel. Und für uns war wichtig, am Anfang an Leute dabei zu haben, die was selbst auf die Beine stellen können. Das heißt, wir haben klar angeschaut, wenn wir Leute rekrutiert haben, wie das CV aussieht und so weiter, und hat er irgendeine Vorkenntnis in dem Bereich, den wir suchen. Aber für uns war deutlich interessanter zu verstehen, was hat so eine Person in seiner Freizeit gemacht? Was hat er selbst entwickelt? Hat er irgendein NGO gegründet? Hat er in irgendein Projekt teilgenommen? Hat er selbst was gebaut schon? Weil solche Leute braucht man, wenn man in einer Firma in so einem Stadion ist, wo wir zu siebt sind, selbst auch die Pizza einkaufen müssen, wenn jemand jetzt zum Mittagessen kommt, wenn Gäste da vorbeischauen. Das heißt, jetzt gibt es dann klar Bereiche, wo wir Zuständigkeit haben und Leute zuständig sind. Aber was darüber hinausgeht und was wir von Einsatz brauchen, ist eine komplett andere Dimension. Und ich glaube, für euch auch sehr wichtig, wenn ihr auch für eine Early-Stage-Startup interessiert, beschäftigt euch zuerst mal mit dem Produkt, ob dieser Bereich interessant ist. Sind die Gründer, die Typ von Menschen, die mich auch anspricht, weil diese Interaktion im Team sehr wichtig sind in so einer Phase, wo wir alle in dem gleichen Office in 30, 40 Quadratmeter zusammensitzen und versuchen tagtäglich dann das Unternehmen nach vorne zu pushen. Und dann der letzte Aspekt, die für uns in dieser Phase auch wichtig ist, ist auch Commitment in Form von, okay, ich kann mir vorstellen, da eine Kurzperiode zuerst mal anzuprobieren und schauen, okay, passt das für mich oder passt das für mich nicht. In so einer Phase sehr schwer, so einen Zwei-Jahres-Vertrag auf den Tisch zu hauen und sagen, hier, so geht's los. Es wird auch oft so probiert mit seiner einer Schnupperphase und dann angeschaut von beider Seite, jetzt funktioniert es oder funktioniert es nicht, weil es gibt keinen zweiten Frontender, keine dritte Backender, und wenn das nicht läuft, dann ist der ganze Bereich lahm und das geht bei so einem Unternehmen gar nicht. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dir, Daniel. Ja, sicher. Dich kennen vielleicht sogar einige hier. Du hast nämlich eine Plattform gegründet für Studenten, My Little Job, wo kurze und temporäre Jobs an Studenten vermittelt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Unternehmen irgendwelche Recherchearbeiten braucht oder eine Übersetzung oder so, kannst du den Auftrag einfach auf der Plattform einstellen. Studenten können sich melden, das zu bearbeiten, bearbeiten das, bekommen ihr Geld, der Kunde bekommt seinen Text zurück und fertig ist das Geschäft. Ihr habt mittlerweile, glaube ich, über 30.000 Studenten auf der Plattform, das ist eine ganze Menge. Und ich glaube, du hast auch direkt nach deinem Studium gegründet, richtig? Genau, ja, also wir haben das zu zweit im Studium gegründet, im letzten Jahr noch, genau. Haben dann angefangen. Und machen das jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr, wobei das erste Jahr eben im Studium war. Genau, wir haben jetzt über 30.000 Studenten in der Dachregion, expandieren gerade in andere Länder, sind nach England gegangen vor ein paar Monaten, Spanien, Italien, Frankreich steht jetzt auf dem Plan. Ja, also wir machen letztendlich, wir haben uns damals gedacht, es gibt schon so viel Big Data, ja, Buzzword,
im Dating, im Kreditgeschäft, in allen möglichen Bereichen, nur im Recruiting noch nicht so wirklich. Das heißt, was wir machen ist, wir lesen keine Lebensläufe oder Bewerbung, sondern wir machen es auch über Algorithmen. Wir analysieren die Leute anhand von Tests und Profilen und weisen dann die Jobs über Algorithmen zu. Das heißt, ich brauche als Unternehmer keine Bewerbung lesen, keine Lebensläufe etc. Das heißt, die Studenten, die sich da anmelden, müssten auch einen Test machen, irgendwie einen kognitiven Leistungstest oder so, der online basiert ist? Genau, also ich fülle ein Profil aus und der Test ist dann dynamisch, also er passt sich an mein Profil an, prüft fachliche, kognitive Möglichkeiten, es sind insgesamt 4, 5 Bereiche und ich kann dann aber nach dem Einstufungstest noch weitere Sachen verifizieren, also meine Sprachkenntnisse zum Beispiel, meine Excel-Kenntnisse, PowerPoint etc. Und was wir jetzt eben machen, ist, dass wir sagen, dieses Modell funktioniert nicht nur für Online-Jobs, sondern auch für den Fulltime-Recruitment-Markt. Das heißt, wir nehmen jetzt gerade unsere ganzen Algorithmen und bauen das Konzept so weiter aus, dass man eben auch sagen kann, ich brauche jemanden, der das und das kann. Ich möchte ihn aber nicht interviewen, weil ich habe sonst 200 Bewerber auf dem Tisch. Ich brauche nur 10 und die möchte ich dann interviewen. Das wird dann unser Part, dass wir sagen, wir haben so viele Daten über die Leute. Wir können sagen, derjenige kann Englisch, derjenige kann Excel und er hat an der Uni studiert und das ist verifiziert. Okay, dann, was ich interessant finde, du hast gesagt, ihr habt es sogar noch während des Studiums gegründet. Das heißt, ihr habt nicht vorher irgendwie als Angestellter gearbeitet, da Erfahrung gesammelt, dann das Wissen genommen und für eure eigene Firma verwendet, sondern ihr habt euch ja mehr oder weniger alles selber beigebracht. Kannst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Wie ist das? Gegen welche Hindernisse läuft man da? Würdest du es wieder machen? Definitiv, ja. Die Erfahrung, die wir gesammelt haben, kam einfach nur aus Praktika. Wir haben mit vielen Konzernen die Praktika gemacht und haben gesagt, das sind so starre Strukturen, da wollen wir nicht rein. Dass wir dann im Studium gegründet haben, war mehr ja, Zufall, weil die Idee halt im letzten Jahr kam. Man hat schon relativ viele Barrieren, wenn man zwei Sachen so parallel aufbaut. Ja, also dann klingelt das Handy vom Kunden und du sitzt in der Vorlesung und überlegst, renne ich jetzt raus oder bleibe ich sitzen. Das sind so kleine Probleme bis hin, dass du halt, ja, also die finanziellen Mittel sind begrenzt, also musst sehr viel bootstrappen. Hast, wenn ein Problem auf den Tisch kommt, musst du es alleine lösen während des Studiums. Aber man lernt halt, also wir haben im ersten Jahr während des Studiums nicht so jetzt den finanziellen Fortschritt gesagt, sag ich mal, aber dafür haben wir sehr viel Zeit in unser Produkt gesteckt und haben ein Jahr letztendlich unter einem Radar Zeit gehabt, ein Produkt zu entwickeln, was wir dann auf den Markt bringen konnten, was halt auch einfach funktioniert hat. Also so ein bisschen hands-on, aber mit einem Jahr Vorlaufzeit. Okay, super. Ich glaube, dass jetzt jeder hier so einen kleinen Eindruck bekommen hat, was die Leute, die auf dem Panel sitzen, tun und was sie in der Vergangenheit getan haben. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, will ich nochmal auf den Online-Marketing-Workshop von Otto aufmerksam machen. Der beginnt um 13 Uhr, wie gesagt, eine Etage drüben. Und das ist wirklich ein Highlight von diesem Online-Karrieretag. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit Fragen. Wer hat denn eine Frage? Ihr könnt allgemeine Fragen stellen oder auch spezifische Fragen an spezifische Panel-Teilnehmer. Okay, dann fange ich vielleicht einfach mal an. Und zwar, ich glaube, was viele interessieren würde, ist es ja so, dass ihr wahrscheinlich auch noch selber Interviews mit Bewerbern führt. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, werdet ihr alle Interviews selber machen, beziehungsweise für das Management ist es ja so, dass meistens auch die CEOs dabei sind. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen sagen, worauf ihr bei Bewerbern achtet? Wenn ihr vielleicht irgendwie so drei Merkmale auf die ihr besonders Wert legt, was wäre das? Wollen wir mal mit dir anfangen, Carsten? Ja? Können wir organisieren? Also, worauf ich eigentlich immer achte, das ist die Mathe-Note aus dem Abitur, bei mir erschreckenderweise. Hat auch eine gute Prädiktivität. Und das Zweite, was die Leute ja so nebenher machen. Also, ob die ja auch Spaß dran haben, was zu entwickeln, was zu basteln. Das können auch komplett verrückte Sachen sein. Aber ja, also die Leute, die dann sagen, ich habe irgendwie mein Studium und ich habe jetzt hier irgendwie meine 3 Pflichtpraktikums gemacht und so weiter und so fort. Aber nebenher habe ich halt gar nichts gemacht. Also ich freue mich immer und wenn einer finnisches Lied gut irgendwie mir vorsingen kann oder so, irgendwas. Ja, was vielleicht auch nicht ganz normal ist. Da okay. Freue ich mich immer drüber. Also wenn ihr nicht ganz normal seid. Christiane.
Also was mir super wichtig ist, ist, dass sich Menschen, mit denen ich arbeiten kann, für irgendwas begeistern können. Und das merkt man eigentlich relativ schnell in so einem Interview auch. Das Zweite ist, dass mir eine bestimmte Werthaltung wichtig ist. Also ich habe das ein paar Mal wirklich erlebt, dass das Mitarbeiter ein komplett anderes Wertesystem hatten als ich jetzt, sozusagen als CEO. Und das ist regelmäßig schiefgegangen. Also ich lege zum Beispiel viel Wert darauf, dass Leute eigenverantwortlich arbeiten, zielorientiert arbeiten, und ich habe keine Lust, alle 5 Minuten jemanden zu kontrollieren. Und es gibt aber Menschen, die brauchen das, und denen ist das eben wichtig, und dann passt es halt nicht zusammen. Ja, das waren jetzt zwar nur 2 Sachen, aber das finde ich persönlich am wichtigsten. Ist es denn jetzt in deinem Unternehmen auch so, weil ihr halt, ne, in diesem Bereich Sustainability unterwegs seid, ist das für dich auch wichtig, dass Leute da irgendwie zumindest mal drüber nachgedacht haben und sich vielleicht auch dafür einsetzen? Ja, also ich sag mal, dass man irgendwie mit der Natur ein bisschen verantwortlich umgeht und nicht irgendwie ja, zu viel verschwendet, da würde ich schon drauf gucken, aber ich denke auch, dass das mit ein Grund ist, warum es für uns, also für andere Leute attraktiv sein könnte, für uns zu arbeiten. Also, aber das hängt auch wieder mit Werthaltung zusammen. Okay, alles klar. Willst du auch was sagen? Genau. Ja, ich kann mich bei den Werten nur anschließen. Also ich klopfe immer erst ab, passt der Bewerber zu meinen eigenen Wertvorstellungen, und wenn da eine Sache nicht passt, dann ist das schon ausgeschlossen, dass der eingestellt wird. Also wir stellen keine Arschlöcher ein. Erkennt man denn Arschlöcher immer sofort? Wie bitte? Erkennt man Arschlöcher immer sofort? Manchmal muss man sich auch erst 2-3 Mal treffen, und dann beim 3. Treffen kommt das dann raus. Kommt auch vor. Dann Noten gucke ich mir eigentlich relativ selten an. Ich überfliege das, aber dadurch bewerte ich die Person nicht. Ich gucke mir auch mehr an, hat der nebenbei noch irgendwas gemacht, was irgendwie Eigeninitiative zeigt. Also zum Beispiel der eine bei uns hat dann irgendwie so 2000-Mann-Partys organisiert. Die eine ist nach Deutschland gekommen und hat hier 2 Studiengänge gemacht und hat erst hier die Sprache gelernt. Also solche Punkte gucke ich mir dabei viel mehr an. Okay. Sebastian? Ja. Also wie vorhin schon gesagt, bei uns ist vor allem wichtig, dass Leute schnell auf neue Informationen reagieren können. Also dass Leute, für mich ist eigentlich immer interessanter, wie quasi entwickelt sich jemand von heute, nicht wie hat sich jemand irgendwie vom Nullpunkt bis dahin entwickelt. Deswegen mache ich in Interviews, also was ich am schlimmsten finde, sind so Fragen, was sind Ihre Stärken, Schwächen, warum Creditec? Naja, das hat sich jeder vorher aufgeschrieben und rattert da irgendwie sein Programm runter, das ist nicht sonderlich aussagekräftig. Deswegen stelle ich nur Fragen, die nicht erwartet sind. Das können Sachen sein wie, welches Teil wären Sie am Auto? Das kann sein, dass ich irgendwie sage, hier ist ein Problem, das wir gerade haben. Jetzt nimm mir deine 10 Schritte, wie du an das Problem rangehen würdest. Das sind Sachen, die kann man nicht vorbereiten. Und da ist wirklich die Frage, wie schnell geht jemand auf neue Informationen ein? Zweiter Punkt ist, wir sind sehr kollektiv getrieben. Also bei jeder Position, die wir einstellen, gibt es quasi so ein 360-Degree. Das heißt, es ist nie irgendwie eine Einzelentscheidung, sondern immer eine Kollektiventscheidung. Und wenn einer sagt, nein, dann ist es ein Nein, auch wenn irgendwie die anderen 9 total begeistert sind. Und ich glaube, das Dritte ist, wie bei jedem Job, ist das eine Person, mit der, wenn der Flieger verspätet ist, man irgendwie Lust hätte, die Nacht am Terminal zu verbringen und sich irgendwie Geschichten zu erzählen. Oder ist das jemand, wo man sagt, ob ich jetzt mit dem irgendwie länger als eine Stunde in einem Raum aushalten würde? Rein menschlich, ich glaube, das ist einfach eine Frage, auch was für eine Kultur man schaffen will. Und uns ist das sehr wichtig, dass das nicht nur irgendwie wie in der Beratung oder irgendwie in der Investmentbanking Ellenbogen, wer kriegt den dicksten Bonus am Ende des Jahres, und dass das wirklich dann auch ein kollektives Gefühl ist. Und deswegen ist uns das sehr wichtig, dass die Leute sich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich verstehen. Bei 40 Nationalitäten nicht immer ganz einfach, aber am Ende des Tages sind auch diese 40 Nationalitäten sehr viel ähnlicher und gleicher, als man das vielleicht vermuten mag. Okay, du hast gesagt, ihr guckt euch die Problemlösungskompetenz an und stellt die Leute auch vor Aufgaben, macht ihr auch so richtig Brain-Teaser, was man ja immer wieder hört. Also schwachsinnig finde ich diese, wie viele Tennisbälle passen in eine Telefonzelle, das ist so Beraterblödsinn, ja, einfach nur zu gucken, kann der Kopf rechnen mit irgendwie ganz vielen Nullen in der Zahl, das ist bei uns nicht wichtig. Also bei uns ist eher wichtig, dass jemand strukturiert und logisch an Probleme herangeht. Und was ich auch interessant finde als Frage ist immer, wenn man sagt, wie sehen deine ersten 100 Tage aus? Also was würdest du machen? Wie gehst du an diesen Job ran? Da lernt man extrem viel
Wie ist jemand strukturiert und wie quasi findet jemand Probleme und wie löst jemand Probleme? Wenn der sagt, ich finde ein Problem und dann löse ich das, ist das gut? Wenn jemand sagt, ich schaue mir das Problem an, dann schaue ich mir verschiedene Optionen an und bewerte diese Optionen, was man machen kann und dann nehme ich die, die aus diesen und jenen Gründen am besten ist, dann ist das irgendwie ein sehr strukturiertes Vorgehen. Ich habe neulich einmal eine ganz neue Sache probiert und zwar habe ich das Interview rumgedreht und habe jemand gesagt, wir drehen das jetzt rum, du bist der Interviewer, ich bin der Bewerber, um zu gucken, was für Fragen stellt derjenige, also quasi was glaubt derjenige, ist für diese Position wichtig. War ein witziges Interview, ich glaube, ich werde das in Zukunft öfter machen. Ist auch wurde eingestellt, ja. Hat die richtigen Fragen gestellt. Okay, musstest du einen Brandteaser lösen? Im Interview? Ich im Interview? Genau. Als du interviewt also wurdest, bist du Kandidaten beworben hab, oder? Genau, hat er geprüft, ob du schnell denken kannst? Bitte? Hat der Kandidat geguckt, ob du schnell denken kannst? Ja, der hat mir tatsächlich so einen blödsinnigen Case gegeben. Also jetzt kein Witz. Und, okay, gut, cool. Carlos? Ich glaube, darüber hinaus, ich glaube, was wir auch tendieren zu machen, was nicht beim ersten Termin ist, aber irgendwann mal im Prozess ist, so eine Biertest. Das klingt jetzt komisch, aber was wir machen eigentlich mit dieser Person, einfach was trinken gehen, muss kein Bier sein, kann auch ein Kaffee sein, weil das ist fast der ultimative Test. Wenn du mit so einer Person nicht eine Stunde in einer Kneipe sitzen kannst und quatschen kannst, dann kannst du eigentlich vergessen, egal welches CV und welcher Lebenslauf er hat und was er vorher gemacht hat. Das ist für mich und für uns da echt der ultimative Test, bevor wir Ja oder Nein sagen. Okay, genau, Daniel? Genau, also da wir aus dem Data Recruiting kommen, drehen wir das ein bisschen um. Wir gucken eigentlich kaum auf Noten. Wir lassen die Leute unsere Tests machen, bevor sie zu uns zum Interview kommen. Was bei uns ein sehr wichtiger Faktor ist, wie reflektiert sind die Leute? Also wir fragen sie dann, wie hast du in diesen Tests abgeschnitten, bewerte dich mal in den einzelnen Bereichen und gucken dann, wie nahe liegen Ergebnis und Einschätzung beieinander und schließen uns dann so ein bisschen an, was Sebastian gesagt hat. Also wir gehen auch weg von diesen klassischen Fragen und fragen mehr Sachen und gucken, wie reflektiert, wie reagieren die Leute auf solche Fragen. Wir fragen zum Beispiel, was ist dein Lieblingsfilm? Nicht, weil uns interessiert, was die Leute gucken, sondern weil wir einfach schauen wollen, warum ist es der Lieblingsfilm? Sagt jemand, ja, weil die Liebesgeschichte ist so schön. Oder schafft er es wirklich zu sagen, ja, weil das und das ist der Fall. Also wie reflektiert geht er daran? Wie kriegt er so ein eigentlich sehr banales, einfaches Thema reflektiert über den Tisch? Das sind so die Sachen, worauf wir achten. Okay, bevor ich jetzt weitere Fragen stelle, würde ich euch nochmal die Möglichkeit geben, selbst Fragen zu stellen. Gibt es denn mittlerweile Fragen im Publikum? Okay, perfekt. Haben wir ein Mikrofon? Super. Hi. Servus. Ich wollte mal fragen, gab es eine Situation bei euch, wo ihr gesagt habt, oh, jetzt geht es aber nicht mehr weiter, jetzt muss ich das Business aufgeben, ich sehe keinen Ausweg mehr oder man hat sich zerstritten mit den Co-Foundern oder man bekommt kein Geld, das Geld geht aus am Monatsende und ist quasi so knapp vor der Kippe, ja, oder sagt sich einfach, okay, ich muss jetzt mal irgendwie 180-Grad-Drehung machen, dass ich da nochmal wegkomme davon. Ja. Ja, finde ich eine super interessante Frage. Bis jetzt haben wir irgendwie nur gehört, dass Online-Branche Spaß macht, Unternehmertum macht Spaß, aber klar, Unternehmertum hat auch was mit Risiko zu tun. Wie sah das bei euch aus in eurer Historie? Wer will denn anfangen? Gut, Sebastian. Also ich kann da tatsächlich ein Lied von singen. Wir hatten, und das nicht einmal, sondern ich würde sagen 10-mal, das ist natürlich mal kritischer und mal weniger kritisch. Es gab wirklich Situationen, wo wir, ich weiß noch genau, war August 2012, da hatten wir am 13. August 5.000 Euro auf dem Konto und wir mussten am Ende irgendwie Gehaltszahlungen von, ich glaube, 40.000 waren das damals. Da geht einem die Pumpe. Ja? Also da sagt man sich wirklich, huiuiui, ich muss jetzt hier irgendwo in 17 Tagen Kohle auftreiben, sonst war es das. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht alles glauben, was in der Gründerbild und auf TechCrunch und so steht. Die wenigsten Unternehmen auf dieser Welt oder wahrscheinlich fast keins hat hier angefangen und dann ging es hoch und dann ging es weiter hoch und dann ging es weiter hoch und dann hat man verkauft oder so. Das wird im Nachhinein natürlich immer gerne so glatt gezogen, diese Stories. Ich glaube, die wenigsten Leute wissen, dass Google am Anfang einen Pizzalieferdienst gründen wollten und dann gemerkt haben, scheiße, keiner gibt uns Geld, dann machen wir halt diesen Algorithmus weiter. Dass Fab irgendwie
Das war auch mal irgendwie was komplett anderes. PayPal war ein total sinnloses Produkt, bevor sie E-Mail-Transactions gemacht haben. Also das ist normal und ich glaube, genau das definiert Unternehmertum, dass man eben nicht erfolgreiche Sachen skaliert, das ist Management, sondern dass man wirklich am Anfang, also bei uns zumindest war es so, Anfang von der Unternehmensphase ist so von am einen Tag, wow, wir rocken das total und das wird das größte Ding der Welt und am nächsten Tag, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht, totaler Blödsinn, sollten wir nicht irgendwie richtige Jobs annehmen. Also das ist, glaube ich, normal, dass man am Anfang Achterbahn fährt. Irgendwann werden die Ausschläge natürlich kleiner, aber wer das nicht kann, der sollte kein Unternehmer werden, weil das ist eine Illusion, dass das ohne Rückschläge größere und kleinere vonstatten geht. Genau, Christiane, du wolltest auch was dazu sagen. Ja, ich habe auch eine kleine Erfahrung dazu. Ich war auch an so einem Punkt, den du gerade beschreibst, plus ich hatte, also nicht mit Came to Market, sondern mit meiner ersten Firma Projektwerk, wir waren auch mal kurz vor der Insolvenz. Ich war auch schon mal beim Finanzamt und habe gesagt, ich kann die Lohnzusatzkosten diesen Monat leider nicht zahlen. Dann fragen die, wie wollen sie denn da rauskommen? Da habe ich mir irgendwas ausgedacht. Problem war, dass ich nicht nur kein Geld hatte, sondern auch noch viele Schulden. Und eigentlich mein eigenes Gehalt auch aus diesem Kredit, der dann eben auslief, bezahlte. Also das war schon eine sehr kritische Situation. Und wir sind da wieder rausgekommen, aber das war schon eine Situation, wo ich dann sehr, ja, wie soll ich sagen, nochmal sehr genau nachgedacht habe und wo ich mich wirklich dann einfach nur aufs Allerwesentliche und Wichtigste konzentriert habe. Und muss aber auch sagen, das war eine extrem interessante Erfahrung, die mich auch sehr viel stärker gemacht hat als Unternehmerin. Genau, Carsten und dann Carlos. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, leider wohl das Gegenbeispiel. Also ich kenne die Situation nicht. Ich glaube, man muss auch unterscheiden, und das ist auch insbesondere für die Leute, die sich bei Firmen bewerben, ob es ein Startup ist oder eine existierende Firma, ist das eine Firma, die mit Venture Capital arbeitet, das heißt, die verdienen halt noch kein Geld und haben irgendwie aber die Idee, das irgendwann mal zu haben und schleppen sich so von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde und nach einem Jahr ist das Geld dann wieder weg und dann müssen die Gründer dann wieder los und irgendwie neues Geld auftreiben. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Stimmung dann da in solchen Firmen relativ schwankend ist und wenn es man dann geschafft hat, irgendeine Finanzierung aufzutreiben, gibt es da eine Euphorie, 30 neue Leute werden eingestellt und nach einem Jahr werden die dann im Zweifel wieder rausgeschmissen. Bei uns war es so, wir haben halt irgendwie um diesen ganzen Venture-Kram und dieses ganze Geld einen riesen Bogen gemacht und haben halt, ja, dann, wenn wir halt Geld verdient haben und hatten neue Kunden und so weiter, dann haben wir halt neue Leute eingestellt. Und dadurch geht es aber dann natürlich auch entsprechend langsamer voran. Aber ich finde halt das langsame Vorangehen im Zweifel auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Okay, genau. Carlos, du bist ja in der Early Stage, du bist quasi gerade auf der Achterbahn. Kannst du diesen Monat Löhne bezahlen oder? Diesen Monat schon, nächsten Monat mal schauen. Es ist fast tagsabhängig, oder so vormittags ist irgendwas und dann nachmittags denke ich, die Welt geht runter und dann abends kommt so eine Investoren zu sagen und dann ist wieder alles schön und gut. Ich nehme das auch teilweise gelassen, weil auch von meiner Vorgeschichte, so ich komme aus Brasilien, als ich so Teenager war, so ungefähr 14, kam ich nach Hause irgendwann mal, weil die Stimmung schlecht und habe ich nicht verstanden, worum es geht. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, was ist los und so. Und er hat damals in einer renommierte große Firma gearbeitet. Und ich sagte, ja, Firma ist insolvent, ab morgen habe ich keinen Job und ich muss mal schauen, was passiert. Und dann von da aus habe ich auch verstanden, dass es gibt kein sicheres Job, auch in einem großen Unternehmen, das ist auch nicht so. Und deswegen ist es auch nicht deutlich schlechter, als wenn man ein Startup hat und diese Unsicherheit mit sich schleppt, als wenn man so eine große Firma ist und denkt, alles gut. Man blickt aber nicht durch, was dahinter passiert und dann plötzlich kommen dann die schlechten Nachrichten. Deswegen einfach gelassen nehmen und versuchen, das Beste herauszuholen und weiterzuarbeiten. Okay. Daniel, willst du auch noch was dazu sagen? Gab es das bei euch, die Achterbahnfahrt? Ja, schon. Gerade im ersten Jahr, wo wir es im Studium gegründet haben, war es so, dass wir eben auch nicht die finanziellen Mittel hatten. Wir hatten halt damals den Fall dann, dass unser Hauptentwickler, der
das für uns entwickelt hat, plötzlich verschwunden war. Der war einfach vom Erdboden verschwunden, wie verschluckt. Ihn gibt es noch, aber also er ist wieder aufgetaucht, ja. Er ist schon noch da, aber er war für uns nicht mehr erreichbar. Ihm war das wohl einfach alles zu viel und ja, also wir hatten weder die finanziellen Mittel noch irgendwie die Kontakte damals, um irgendwie einen neuen zu finden und da dann direkt weiterzumachen. Das sind dann schon so Phasen, wo man sich denkt, okay, wie geht das jetzt weiter? Aber ich sehe das ähnlich ein bisschen wie Carlos. Ich glaube, das sind auch immer wieder die Möglichkeiten, was ja, also Gründer sein, Dasein auch ausmacht, woran man auch wächst. Ich glaube, genau das sind die Situationen, wo man dann gestärkt rausgeht, wenn es denn funktioniert. Klar, wenn es nicht funktioniert, ist schwierig, aber wo man gestärkt rausgeht und wo man dann wieder sagen kann, okay, jetzt habe ich wieder eine Situation mehr gemeistert und die passiert mir nicht nochmal so schnell, weil ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen soll. Also ja, also ist die Gratwanderung zwischen Konzernen, da habe ich das vielleicht nicht, habe aber trotzdem eine Unsicherheit und der Dynamik im Startup, wo ich die vielleicht habe, aber dadurch wesentlich mehr lerne in einem schnelleren Zeitraum. Okay, cool. Ja, du willst noch was ergänzen, Carlos? Ja, und Sebastian auch, okay. Kommt alle dran. Ja, eigentlich schon, weil es war ein wichtiger Punkt auch, dass in so einer Phase, die wir jetzt bestehen, dass man muss auch die Mitarbeiter oder die Leute, die mit dir im Team sitzen, auch mitnehmen in diese Reise, in diese Hoch und Runter. Dass man kann so als Gründer nicht das für sich selbst behalten und diesen ganzen Druck nur für sich selbst halten. Das heißt, unsere Vorgehensweise, da ist das Transparenz, volle Transparenz, dass jeder weiß, wie viel Geld wir bis wann haben und wann läuft das Geld aus, mit welchen Investoren wir jetzt im Gespräch sind, weil alle sind dann dafür vorbereitet, falls es tatsächlich nicht funktionieren soll, aber auch gleichzeitig alle fiebern mit, wenn es tatsächlich funktioniert. Und das ist so eine tolle Stimmung, weil es jetzt nicht keine böse Überraschung gibt, sondern alle arbeiten in die gleiche Richtung. Sebastian? Genau, ich wollte noch einen Punkt aufgreifen von Carsten. Also ich glaube, ich würde der Pauschalthese widersprechen, dass Venture Capital Unternehmen unnachhaltig sind und irgendwie Strohfeuer und danach geht's runter etc. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, und das meinte ich ja anfangs schon, genauso wie man sich überlegen will, was für ein Unternehmen will ich gründen, sollte man sich überlegen, was will man in so einem Unternehmen erreichen. Klar, ich glaube, ein profitables Unternehmen ist stabiler und das ist irgendwie weniger abhängig von externen Faktoren. Ich glaube aber auch, dass in einem Kapital- oder in einem Venture Capital finanzierten Unternehmen, das irgendwie im Monat was weiß ich, am Anfang 50% oder 100% wächst jeden Monat, bieten sich natürlich auch ganz andere Chancen für Karrierewege. Ja? Also ich meine, wenn ein Marketing-Department wie bei uns sich von 2 Leuten auf jetzt irgendwie 45 und in 2 Monaten 100 Leuten skaliert, da sind Praktikanten dabei, die jetzt Channel-Heads sind und irgendwie ein paar Millionen managen, weil sie sich einfach extrem schnell entwickelt haben. Würden wir jetzt mit irgendwie 10% im Jahr wachsen, wäre das natürlich eine andere Dynamik. Dann sagt man, okay, und irgendwann hat mein Chef keinen Bock mehr und dann geht er raus und dann kann ich auf seinen Stuhl. Ist jetzt genauso pauschalisiert. Aber ich glaube, ich würde der These widersprechen, dass Venture Capital finanzierte und somit schnell wachsende Unternehmen unnachhaltig sind. Klar, gibt welche, die das sind, gibt welche, die das nicht sind. Gibt auch Unternehmen, die bootstrappen, kein Venture Capital nehmen und trotzdem irgendwie dann von der Bildfläche verschwinden. Aber ich glaube, es ist extrem interessant, wenn man sagt, ich habe wirklich Bock, da Vollgas zu geben und mich irgendwie in 1-2 Jahren von dem, was ich heute mache oder machen werde, auch wenn man noch gar keine Erfahrung hat, und dann irgendwie das entsprechend mit dem Unternehmen zu wachsen. Okay, cool. Gibt es denn weitere Fragen aus dem Publikum? Da vorne. Moin. Geht das? Jetzt? Ja. Funktioniert? Hört man mich? Nee, wir hören nichts. Vielleicht, genau, einfach ein anderes Mikrofon nehmen. Nein. Aber gib's wieder her, ne? Gib's wieder her. Ja, Logo. Meine Frage wäre, ob eure Unternehmen alle extern finanziert waren. Also das heißt, das sind irgendwelche Investoren im Hintergrund gewesen, die euch Geld gegeben haben. Oder hattet ihr vorher normale Jobs und habt dann irgendwann sukzessive aufgehört, quasi für den einen Arbeitgeber zu arbeiten und habt angefangen für euer Unternehmen zu arbeiten? Oder wie lief das halt ab? Ja, wer will zuerst? Dann fangen wir mit Carsten an. Also bei uns war es in der Tat so, wir haben irgendwie die Spardose aufgemacht, irgendwie geguckt, was drin ist und uns dann auch erstmal kein Gehalt bezahlt
und ja, glücklicherweise relativ schnell Kunden gefunden, mit denen wir das halt auch in die ersten Sachen zusammen entwickelt haben und die uns so ein bisschen unsere Kotlets dann auch bezahlt haben. Aber ja, klar, irgendwie, was Sebastian gesagt hat, bei uns war nicht so der Antrieb, dass wir gesagt haben, okay, wow, ich bin jetzt Praktikant und auf einmal kann ich 45 Millionen Euro Marketingbudget da verwalten. Bei uns war eigentlich eher so der Antrieb, dass wir ja, die Technologie halt entwickeln wollten. Und da war es dann eigentlich fast wurscht, wie viel Geld man dann da irgendwie zur Verfügung hat. Ja, ja, also ich kenne beides. Meine erste Firma war extern finanziert, erst mit dem Kredit, dann mit Business Angels und dann mit dem institutionellen Investor. Das war auch alles fein und naja, mit Höhen und Tiefen versehen. Die zweite Firma, die ich jetzt gegründet habe, die ist gebootstrapped. Das machen wir mit eigenem Geld. Wir zahlen zum Moment auch kein Gehalt. Und der Grund, warum ich das so machen wollte und will, ist, in meiner ersten Firma habe ich mich immer so einen Ticken unfrei gefühlt. Und dann habe ich mir mal überlegt, warum bin ich eigentlich Unternehmerin geworden? Weil ich Freiheit will und ne, weil das einfach so für mich ein ganz hoher Wert ist. Und ja, deshalb machen wir es jetzt gerade so, wie wir es machen. Und ich bin damit sehr happy gerade. Ich hatte anfangs einen Business Angel mit drin, der hat 35% vom Unternehmen bekommen und hat mir dafür ein bisschen Geld gegeben. Ich kam von der Schule, hatte noch kein Geld, also brauchte ich irgendjemanden. Und den habe ich aber inzwischen wieder rausgekauft, habe jetzt wieder 100% vom Unternehmen und kann das nur jedem empfehlen. Das fühlt sich echt gut an, wenn man keinen hat, der irgendwie in die Zahlen guckt oder irgendwie komischen Fragen stellt oder sagt, mach doch mal das und das. Also ich bin jetzt ja, happiger, also zufriedener Alleineigentümer. Ja, bei uns kamen zwei Sachen zusammen. Also zum einen habe ich jetzt weder im Lotto gewonnen, noch komme ich aus einer Adelsfamilie. Das heißt, es war jetzt die Sparbüchse war überschaubar. Das zweite war, wenn man, wie gesagt, es ist auch wirklich themenabhängig. Aber wenn man sagt, man will eine globale Bank aufbauen, das zu bootstrappen, wird ein bisschen schwierig. Ja, weil was macht eine Bank? Die arbeitet mit Kapital per Definition. Und das waren die beiden Faktoren, warum wir gesagt haben, das müssen wir von Anfang an finanzieren. Hatten dann großes Glück in Hamburg den Heiko Huberts, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, der Gründer von BigPoint. Dem haben wir das erzählt. Der hat gesagt, ich habe keine Ahnung, was ihr mir da gerade erzählt, aber das hört sich smart an. Ich gebe euch mal ein bisschen Geld. Und das hat dann auch so sehr gut funktioniert. Ich glaube, was extrem wichtig ist, am Anfang hat man in der Regel eine begrenzte Auswahl. Ja, also man kriegt irgendwie ein Termsheet und sagt sich, naja, okay, also entweder ich nehme dieses Termsheet oder ich bin halt irgendwie, mich gibt es halt in zwei Monaten nicht mehr. Und es ist wichtig, dass man wirklich und gerade am Anfang den richtigen Partner sich reinholt. Also es ist nicht, dass man sagt, das ist irgendwie Geld, das da reinkommt und dann hört man nie wieder von demjenigen, sondern es ist wirklich wie eine Ehe. Man wird mit dieser Person, außer man kauft ihn irgendwann raus, was ich immer irgendwie einen guten Move finde, wird man mit dieser Person eine ganze Zeit und eben auch Achterbahnfahrt, nicht nur gute, sondern auch schlechte Momente durchleben. Und das sollte, wie vielleicht auch, wenn man heiratet, sollte man sich das vorher genau überlegen, wer das ist, sonst kann das ein böses Ende nehmen. Ja, in unserem Fall haben wir so beide Szenarien gehabt. Das erste Jahr haben wir mit unseren eigenen Mitteln dann gearbeitet. Das heißt, finanziell heißt es ein Double Hit, weil gleichzeitig muss ich selbst meine Kosten decken und stecke noch Geld in der Firma, dann zweimal schlecht, sagen wir so. Und, aber ging es auch ein Jahr lang, Technologie zu entwickeln, ein bisschen weiterzukommen und Gespräche mit Business Angels zu starten. Haben wir das auch gemacht. Für uns, was wichtig war, ist tatsächlich Angels zu finden, die A, Ahnung haben, was es heißt, in Startups zu investieren und B, auch, dass so ein gutes Risikospread haben. Das heißt, nicht jetzt nur in deine Startup investieren, sondern sie haben da schon ein Portfolio, weil wenn das so passiert, dass eine Person so viel Vertrauen und so viel von seinen Sparnissen in deine Firma investiert und gar nicht so einen Spread hat, dann hast du es auch auf den Backen und Tag in, Tag out, wenn das nicht so gut rund läuft, wieder anrufen und Meinung haben. Deswegen ist wichtig für uns oder war wichtig für uns, Investoren zu finden, die das schon eher ein bisschen professioneller machen und verstehen auch die guten Zeiten, schlechten Zeiten und wie so ein Startup sich entwickelt.
Genau, also wir haben das erste Jahr als Studenten gegründet, haben da keine finanzielle Unterstützung in dem Sinne gehabt. Wobei man auch sagen muss, als Student hat man natürlich relativ viel oder relativ wenig Risiko, weil wenn es nicht funktioniert, hast du immer noch dein Studium, machst es fertig und machst dann was anderes. Wir haben dann, als wir fertig waren mit dem Studium, auch uns nach Business Angels umgeguckt, haben dann auch welche gefunden, die ganz gut zu uns gepasst haben. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber seitdem stehen wir auf eigenen Beinen und arbeiten daran, dass es auch weiterhin so bleibt. Okay, wir haben auf jeden Fall noch Zeit für eine Frage. Genau, hier vorne, perfekt. Hallo an alle. Hallo. Hört man. Hallo an alle. Vielen Dank für eure Meinungen. Das hilft uns, glaube ich, sehr viel. Ich wollte hier fragen an Herrn Diemer, was sind denn diese Big Data Credit Scoring mit 10.000 Data Points? Von diesen 10.000 Data Points gibt es bestimmt 10%, die sehr wichtig sind. Und ich verstehe nicht, oder ich kann mir nicht vorstellen, die 10.000, das sind eine ganze Menge. Ja, super Frage. Das ist leider die Frage, wo ich nicht komplett offen sein kann, weil das natürlich auch irgendwo dann Geschäftsgeheimnis ist, welche Daten das genau sind. Ich erzähle dir kurz, wie wir angefangen haben und was da rausgekommen ist. Also wir haben gesagt, wir wollen die Leute erreichen auf der Welt, die momentan keinen Credit Score haben. Ja, also die in keiner Schufa, in keinem gar nichts stehen. Das ist in Deutschland nicht wirklich ein Problem. In Russland, Peru etc. gibt es so eine Schufa nicht. Das heißt, keine Bank weiß, wer ist wie kreditwürdig. So, was wir gesagt haben, jeder hat aber doch ein Handy, jeder hat einen Facebook-Account, jeder hat irgendwie eine Kreditkarte oder einen Bank-Account etc. Das heißt, wir wollen Daten nehmen, die für jede Person auf der Welt verfügbar sind. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir haben angefangen mit ganz kleinen Beträgen, ganz kurze Laufzeiten und relativ hohen Gebühren auf diese Kredite und haben gesagt, wir geben jedem, der einen Kredit will, bekommt einen. Jeder, der irgendwie nachweisen kann, dass er wirklich diese Person ist. Und wir haben keine Ahnung, wer kreditwürdig ist und wer nicht, sondern wir suchen nach Datenmustern, welche Personen, was haben alle gemeinsam, die zurückzahlen und was haben alle gemeinsam, die nicht zurückzahlen. Nennt sich Machine Learning das Konzept. Und was wir im Grunde genommen machen, ist, dass wir ständig neue Datenquellen hinzufügen und manche haben einen Einfluss, die bleiben drin und andere haben keinen Einfluss, die fliegen wieder raus. So, und was der Algorithmus im Grunde genommen macht, ist, dass er nach Mustern sucht. Und das sind mittlerweile, ehrlich gesagt, so komplexe Muster. Ich habe die gleiche Frage unserem Head of Data Science vor einem Jahr gestellt. So, ja komm, jetzt sag mal, was sind hier die 10 relevantesten Faktoren? Und er meinte, ich habe keine Ahnung. Dann meinte ich, wie, du hast keine Ahnung, du bist ja Head of Data Science, du solltest das vielleicht wissen. Und dann meinte er, nee, weil das ist ein selbstlernender Algorithmus, der Algorithmus in einer Minute ist ein anderer als jetzt, weil quasi wieder neue Muster erkannt wurden. Wer zahlt warum zurück? Und das ist nicht, dass wir sagen, mehr als 500 Freunde ist gut und irgendwie jemand, der nicht irgendwie in jedem Satz in seinen E-Mails oder bei Facebook-Chats irgendwie 3 grammatikalische Fehler macht, das ist dann irgendwie schlecht oder so, sondern es geht wirklich um Kombinationen von Daten. Also wenn du zum Beispiel, wir finden raus, wir orten deinen Computer in Hamburg, wir sehen durch dein GPS-Bewegungsprofil, dass du eigentlich immer in Berlin unterwegs bist, und du postest jeden Morgen auf Facebook ein Bild, sendet automatisch einen GPS-Tag mit, dass du in München bist. Da würde man sagen, nanu, das ist aber komisch, wie kann er denn gleichzeitig in Berlin, München und Hamburg sein? Und dann würde der Algorithmus entsprechend sagen, das ist aber komisch. Ich kann dir ganz kurz die letzte Datenquelle nennen, die wir hinzugefügt haben, das sind Realtime-Bidding-Daten. Das ist für uns natürlich extrem interessant. Wer war auf welcher Website, wie lang, etc., all solche Datenpunkte, die an sich, also jeder Datenpunkt an sich hat überhaupt keine Bedeutung, sondern es geht wirklich immer um Kombinationen und Muster von Daten. Und diese Ketten sind mittlerweile so komplex, dass wir es ehrlich gesagt selber nicht mehr wissen. Okay. Carsten, wolltest du was dazu sagen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also wie kommst du denn an sein GPS-Bewegungsprofil ran? Also genau, also es gibt verschiedenste Daten, die wir auswerten. Das erste ist, was übermittelt der Computer automatisch. Das kann sein, hallo, ich bin ein alter Pentium 2 oder ich bin ein neues MacBook etc. Es gibt dann Daten, die wir aus Datenbanken abgleichen und dann gibt es Daten, die kaufen wir uns ein.
So, was wir, das sind dann zum Beispiel Telco-Provider, die uns Daten verkaufen, wo drin steht, wer seine Rechnung wie gut bezahlt, wer sich wo rumtreibt. Du kriegst aus Facebook natürlich extrem gute Bewegungsprofile. Wie gesagt, jedes Bild bei Facebook sendet einen GPS-Tag mit. Da braucht man natürlich einen Facebook-Connect dafür. Ja, das kann man nicht von außen durch die Facebook-Wall einsehen, wenn man nicht gerade die NSA ist. Aber es geht darum, dass wir natürlich sämtliche Daten einkaufen, die wir irgendwo auf der Welt finden können und von denen wir glauben, dass die potenziell interessant sein könnten. Es gibt auch eine Menge Daten, wir haben Instagram zum Beispiel ausprobiert, das hatte überhaupt keinen Einfluss und es war auch extrem schwierig zu klassifizieren, dass man sagt, bestimmte Hashtags oder bestimmte Bilder-Hash-Werte, die sind gut oder schlecht, haben wir zum Beispiel von, nee, ist kompletter Mumpitz und haben es wieder rausgeschmissen. Also das ist der große Unterschied, jede Bank lernt quasi hypothesenbasiert, dass die sagt, ich glaube, jemand, der kreditwürdig ist, der hat eine Familie und der hat ein Haus und der hat ein geregeltes Einkommen, lalala. Und wir sagen, wir haben keine Ahnung, wir gucken einfach in die Daten und dadurch entwickeln sich, wie gesagt, ein ganz andere Muster über Zeit. Okay, wir haben eine letzte Frage hier vorne und dann müssen wir, glaube ich, auch aufhören, weil es dann in die Mittagspause geht. Wie sieht es denn mit Datenschutz aus? Seid ihr da stark getrieben oder müsst ihr Compliance-Richtlinien erfüllen? Für Banken gibt es ja strikte Compliance-Richtlinien. Grundsätzlich ist immer die Frage, was macht man mit den Daten? Wir speichern die nicht und verkaufen die nicht etc. Das heißt, da rattert einmal ein Algorithmus rüber und der sagt, okay, das ist der Score und dann war es das auch. Würden wir alle Daten speichern, hätten wir pro Tag eine zweistellige Anzahl an Terabyte, das können wir nicht ablegen. Ja, also das würde jede Datenbank sprengen. Und was ganz wichtig ist, wir machen das ja nur, wenn der Kunde uns explizit nach einem Kredit fragt und uns die Einwilligung gibt und die meisten Daten, wie zum Beispiel in Facebook, muss der User ein Facebook Connect machen oder seinen eBay, Amazon Username angeben etc. Da kommt man anders nicht ran. Die Frage ist natürlich, warum ist das gut für den Kunden? Für den Kunden ist das gut, wenn man sich jetzt überlegt, in Peru zum Beispiel hat man die Wahl, ich drucke jetzt hier 50 Seiten aus, gehe zur Bank, zeige denen mein Geburtszertifikat, dass ich wirklich ein Haus habe, dass ich wirklich einen Job habe, lalalala, dann dauert es 3 Wochen und dann sagt die, du kriegst keinen Kredit. Wir sagen halt, wir können das Gleiche machen, wir brauchen Zugriff auf deine Daten, dafür können wir dir in 10 Sekunden sagen, ob du einen Kredit bekommst und wenn du den Kredit bekommst, ist der in 5 Minuten auf deinem Konto und wir speichern die Daten nicht und da haben die wenigsten, also Politiker machen sich dann größeren Kopf drum als der Endkunde, der sagt, das ist doch super, also das ist so ähnlich wie personalisierte Werbung, ja, da sagt der Politiker irgendwie, um Gottes Willen, jetzt wissen die, dass der Sebastian sich für Autos interessiert, wo ich sage, hey, das ist doch super, ich sehe doch lieber Autos als irgendwie, was weiß ich, Pferdesattel oder so irgendwas, was mich nicht interessiert, das ist doch, also die Daten arbeiten doch für mich und nicht gegen mich und solange die nicht irgendwo dodgy gespeichert, weiterverkauft oder zweckentfremdet werden, ist das aus meiner Sicht positiv, aber wie gesagt, da gibt es andere politische Meinungen dazu. Ich sehe schon, Credit Tech stößt auf reges Interesse hier. Ich glaube, es gibt auch einen Stand, also jeder, der noch Fragen zu Credit Tech hat, kann zum Stand gehen. Ansonsten, um die Session vielleicht abzuschließen, habe ich eine letzte Frage. Und zwar, es gibt bestimmt hier Leute im Publikum, die vielleicht selber mal gründen wollen. Kann jeder von euch hier, der hier sitzt, vielleicht einen Tipp zukünftigen Gründern mit auf den Weg geben, wo ihr sagt, das ist wichtig oder das habe ich irgendwie hart lernen müssen, das kann man besser machen? Will jemand anfangen? Ja, ich fange dann auch mal an. Ich würde sagen, nicht zu früh aufgeben. Nicht zu früh aufgeben. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die eine Idee hatten, haben angefangen und nach 6 Monaten haben sie gemerkt, es kommt nicht irgendwie das rein, was wir wollen und haben dann irgendwie die Flinte ins Korn geschmissen und haben sich neue Jobs gesucht. Und viele von denen sagen jetzt so im Nachhinein, Mensch, hätten wir noch mal ein bisschen länger durchgehalten und ich glaube, dass viele zu früh aufgeben. Okay. Das glaube ich auch, kann ich bestätigen. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man zwar mit Leidenschaft bei der Sache ist, also dass man sich wirklich ein Thema sucht, was einen echt begeistert, aber dass man trotzdem einen kühlen Kopf behält und gut analysiert und gut strukturiert, gut organisiert und so weiter.
Einfach anfangen, am besten morgen, bevor ihr Kinder, Frauen und Verträge an der Backe habt. Also jetzt habt ihr am wenigsten zu verlieren im Leben. Einfach starten. Ja. Ich glaub, oder Männer an der Backe, ne? Nicht nur Frauen. Ich glaube, was ein Irrglaube ist, dass man eines Morgens aufwacht und mit einer genialen Idee erwacht, auf die die Menschheit gewartet hat. Das wird nicht passieren und so wurde auch kein Facebook, kein Google und kein Amazon und kein gar nichts gegründet. Gründen heißt in erster Linie eine Risikoentscheidung, dass ich sage, ja, ich habe Bock auf Risiko, ja, ich habe Bock darauf, keine Ahnung zu wissen, was morgen ist. Wenn man dann einmal das in dem Modus ist, umgibt man sich mit Leuten, geht auf Konferenzen, wo die Idee automatisch kommt. Es wird nie so sein, dass man aufwacht, eine Idee hat und sagt, oh mein Gott, jetzt bin ich erleuchtet und jetzt muss ich gründen. Not gonna happen. Ja, so mein Tipp ist tatsächlich nicht an das Produkt fokussieren, sondern zuerst mal an deine Kunde. Du hast sicher eine Idee, und was ein Produkt sein soll, und dann man stoßt auf diese Idee dann ganz schnell und versucht zu entwickeln, wie auch immer. Mach das nicht, geht einfach raus. Sprich mit ein paar Leuten, die in diesem Bereich unterwegs sind und einkaufen konnte, deine Kunde sein konnte. Und da wird man deutlich schlauer, deutlich schneller. Ich glaube, dass die Balance der Bewertung, der Meinung, die man am Anfang über seine Idee bekommt, das richtig zu bewerten, ein wichtiger Tipp ist. Also die Großmutter sagt, ja, es ist hervorragend, es ist die beste Idee, ja, der erste Businesspartner, mit dem man spricht, sagt, es ist wirklich das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Da so eine Balance zu finden zwischen der Großmutter und dem Businesspartner und auch einfach eine Bewertung dieser Meinung zu kreieren, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig am Anfang, um eben nicht zu früh aufzugeben, aber sich auch nicht zu verrennen in eine Idee, die vielleicht wirklich keinen Sinn macht. Ja. Ja, eine Sache noch. Ja, ganz schnell. Ich glaube, was auch wichtig ist, ich höre das so oft von deutschen Gründern, die sagen, ich habe voll die geile Idee, ich kann sie aber nicht sagen, weil es ist noch Stealth. Und wenn ich dir die jetzt erzähle, dann klaust du mir die ja vielleicht. Kompletter Schwachsinn. Man muss seine Idee irgendwie breit challengen und jeden Input, sei es positiv, negativ, wie bei einem Algorithmus auch, irgendwie verarbeiten. Aber dieses We Fly Stealth ist Quatsch. Also geht raus, erzählt eure Idee. Wenn jemand schneller ist als ihr selber, dann wart ihr zu langsam. Aber lieber die Idee reifen lassen und das geht nur durch breites Sparring. Ich glaube, das war nochmal ein guter Tipp. Ich sehe das auch so. Bevor ihr jetzt aufsteht und was esst, Folgendes. Erstens mal geht es um 14.30 Uhr weiter mit Katharina Wolf und da gibt es ein Panel über die Generation Praktikum. Wie gut zahlt die Online-Branche wirklich? Das solltet ihr euch angucken. Zum anderen nutzt die Pause wirklich. Das heißt, geht nicht nur was essen, sondern geht in erster Linie an die Stände, sprecht mit den Leuten, die ihr vorgetragen habt, und habt Spaß. Danke. Und danke euch. Danke.